Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Florian Silbereisen ist momentan im Dauerstress. Mutete sich der Schlagersänger zu viel zu? Müde sieht er aus und mitgenommen. So schrecklich dünn ist er geworden. Der Stress der letzten Wochen hat wohl seinen Tribut gefordert. Florian Silbereisen, 38, hatte aber auch kaum einen Tag zum Durchatmen. Eine TV-Show jagte die nächste. Dazwischen seine Tournee das große Schlagerfest XXL. Bis zum 29. Februar reist der Showmaster durch Deutschland. Nur um kurze Zeit später schon wieder seine Koffer packen zu müssen. Auf nach Südafrika. Große Sorge um Florian Silbereisen. Denn dort finden die Dreharbeiten für die neuen Folgen vom Traumschiff statt. Und am 1. Mai setzt Flori auch schon wieder seine Schlagerreise fort. Wird ihm alles zu viel? Obwohl sie seine Auftritte lieben, die Fans machen sich Sorgen. Du siehst überarbeitet aus. Gönn dir mal eine Pause. Kommentare wie diese häufen sich im Internet unter Fotos, die Florian postet. Und auch er selbst sollte alarmiert sein. Muss der Showmaster doch gerade miterleben, wie sein guter Freund und Club-3-Kollege Jan Smit, 34, mit einem Burnout zu kämpfen hat. Danke fürs Zuhören. Tschüss.